Guten Abend und herzlich willkommen an dem heutigen Sommertag, dem 30. Mai 2018. Ja, eigentlich Mai und trotzdem Sommer. Ich weiß nicht, welche Temperatur ihr bei euch genau habt. Also bei mir ist die Außentemperatur 26 Grad. Das kann man übrigens bei mir auch oben in meiner Menüleiste sehen, die ja dann auch mit übertragen wird. Das heißt, ihr seht die dann auch. Aber meine Raumtemperatur ist ebenfalls in der gleichen Größenordnung, sogar knapp 27 Grad. Also sicherlich ist es bei euch auch heiß. Und ja, ich kann ja gerne mal hier Temperaturrekorde entgegennehmen, die wir aktuell wo auch immer haben. Freut mich natürlich wie immer, dass ihr wieder so zahlreich hier dabei seid. Mein Name übrigens Stefan Friedrichowski, wie auch hier unschwer auf der ersten Folie schon zu lesen. Datum, Uhrzeit hatten wir alles schon gesagt. Das ist immer auch ein bisschen für die Aufzeichnung. Aufzeichnung erinnert mich natürlich immer daran, nochmal zu sagen, ihr findet die Aufzeichnung auf dem YouTube-Channel von JFD. Und das sind genau auch die Keywörter, die man einfach bei Google eintippt. YouTube, JFD, dann landet er automatisch da und findet auch die Aufzeichnung immer so ab morgen Vormittag, so 10 Uhr ungefähr, sind da auch die Aufzeichnungen. Natürlich auch nochmal ein herzliches Willkommen im Namen von JFD, die ja die ganzen Webinare hier mit ermöglichen und sich natürlich auch freuen, wenn das so einen zahlreichen Zuspruch in Summe findet. Wir haben heute ein interessantes Thema, meine ich, auf dem Radar, und zwar Pair-Trading auf kleinen Zeiteinheiten. Wer jetzt ganz genau durch den YouTube-Channel bei JFD durchscrollt, wird genau feststellen, Pair-Trading war das erste Webinar, was ich bei JFD gemacht habe, vor etwas mehr als einem Jahr. Also es war Anfang April 2017. Da haben wir uns allerdings auf D1-Basis bewegt und hatten das Musterbeispiel für Pair-Trading Brent gegen WTI, also die beiden Ölsorten. Ihr merkt schon, Pair-Trading hat immer irgendwas mit einem Paar zu tun. Also irgendwie geht es immer um zwei Underlyings. Gehe ich aber natürlich nachher auch mal genauer darauf ein, was das in Summe genauer bedeuten soll. Kleinere Zeiteinheiten ist jetzt hier kein Hochfrequenzhandel, um Gottes Willen. Wir werden nachher sogar sehen, dass es jetzt nicht in super Trading-Aktivitäten ausartet, sondern das immer noch sehr gemächlich bleibt. Aber das Signal entsteht halt hier auf einer kleinen Zeitebene. Und das Signal, kann ich jetzt schon mal sagen, das wird auf M5-Basis nachher dann jeweils entstehen. Wie immer gilt, Folien sind schon da, also das heißt, ihr könnt die schon downloaden aus dem GoToWebinar Control Panel und mein Name und E-Mail-Adresse, weil nachher kommen wieder zahlreiche Excel-Sheets, habt ihr hier auch direkt in den Folien und natürlich hier auf der ersten Seite. Also einfach eine E-Mail an mich und ich schicke die Folien gerne dann im Anschluss dann zu. Nicht nur die Folien, sondern auch die Excel-Sheets natürlich. Ja, diesmal war es übrigens lustig. Jemand bat schon um die Folien, bevor das Webinar überhaupt da war, weil er nämlich nachher nicht dabei sein kann. Aber er wollte auf jeden Fall schon mal sagen, hey, schick mir bitte die Excel-Sheets und die Folien. Machen wir natürlich auch. Kein Problem. Zweite kurze Vorbemerkung, weil ich gerade gefragt wurde, da war so ein merkwürdiger Bildschirm bei mir gerade zu sehen. Ja, das ist richtig. Ich bringe den hier auch nochmal auf den Schirm. Dieser, nennen wir es mal, merkwürdige Bildschirm ist vor allen Dingen geprägt durch dieses hier und will ich auch mal kurz was zu sagen, weil das auch vielleicht von allgemeinem Interesse ist. Eigentlich geht es hier nur um diesen Chart, um da wirklich was zu sehen ist hier nicht, außer einen Haufen Zahlen. Das ist etwas, was Peter Müller als letztes erzeugt hat. Ihr wisst, Peter macht immer alles rund um die EAs und auch das hier ist de facto ein EA. Nur der hier hat eine komplett andere Aufgabe. Der tradet überhaupt nicht, sondern das ist ein Überwacher. Und dieser eine hier, der sogenannte Eagle Eye, das Adlerauge, überwacht sämtliche Trading-Aktivitäten in allen Accounts und meldet mir, hey, ist alles in Ordnung? Wie viele Trades sind offen? Wie ist die Margin-Belastung? Und wann kam die letzte Rückmeldung? Mir geht es hier nicht um zu gucken, ob jetzt irgendwas im Plus oder Minus ist. Darum geht es gar nicht, sondern es geht nur darum, die Meldung, hey, ja, alles ist in Ordnung. MT4 laufe und bin guter Dinge und es funktioniert. In Summe werden von sechs verschiedenen VPS sämtliche Informationen
alle zusammengefasst. Und in diesem einen Chart hier, ihr seht, wenn man mal genauer guckt, es laufen also in Summe 48 MT4 auf den 6 Servern und alle sind sozusagen sauber verbunden. So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Ton am Endgerät, Tablet lässt sich nicht regeln, nur hier in diesem Webinar. Da muss ich jetzt leider passen. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe an sich, der Ton wird sauber übertragen, das sehe ich auch. Und es kam auch sonst noch keine weitere Meldung. Jetzt muss ich mal gerade noch auf einen Temperaturgruß hier eingehen. Das ist ja fast, aus heutiger Sicht schon fast beneidenswert. 16 Grad in der Bretagne. Wow. Ich dachte immer, da ist es warm. Scheinbar nicht heute. Also, auch das. Also Tablet vielleicht doch vom PC aus einem anmelden. Und dann sollte es klappen. Also ihr seht, tolle Sache, die der Peter hier gemacht hat. Überwacht mir sämtliche Trading-Aktivitäten, sämtlicher MT4 und sämtlicher EAs. Und ihr seht, es sind ein Haufen Konten. Natürlich sieht man auch, es gibt ein paar Demokonten natürlich dabei. Das sind dann immer die Teststrategien, die in Vorbereitung sind und da schon mal ihren Dienst verrichten. Alle etwas kleineren Nummern hier sind logischerweise dann die Live-Konten, die hier alle dann getradet werden. Also, super Sache, die Peter da hingekriegt hat. So viel dazu. Aber das ist natürlich jetzt nicht das Thema hier von unserem heutigen Webinar, sondern Pair-Trading auf kleineren Zeiteinheiten. Und da wir über Trading-Strategien reden, natürlich wie immer, dieser Risk-Disclaimer, ihr wisst, das, ihr kennt das Spiel. Einmal muss ich ihn gezeigt haben. Also schließe ihn endlich. Wir reden nachher wieder über eine ganz konkrete Strategie. Aber alles ist erstmal nur eine Information. Und wenn ihr Dinge dann in eure Trading-Aktivitäten übernehmt, natürlich wie immer auf eigenes Risiko, ist, glaube ich, ganz logisch. Also, das gesagt, geht dann natürlich auch hier gleich weiter. Um ein bisschen euch schon mal darauf vorzubereiten, was genauer passiert. Wir werden heute ausschließlich nur ein einziges Paar uns angucken, nämlich den DAX versus dem S&P 500. An dem werden wir sowohl die Idee nochmal diskutieren als auch die Umsetzung. Und weil wir hier nochmal wieder so ein bisschen Neuland betreten, auch mit den kleineren Zeiteinheiten. Und gerade bei Indizes es nicht ganz trivial ist, an gute Kursdaten zu kommen, weil die Standarddatenquelle, die ich sonst immer hier auch zu Rate ziehe, nämlich Dukas Copy, die haut für Indizes nicht ganz so gut hin. Das liegt zum einen an manchmal ziemlich großen Lücken und zum anderen ist die Historie da auf kleinen Zeitebene nicht besonders groß. Also deswegen gehen wir auch da nochmal genauer drauf ein. Kursdatenbeschaffung und natürlich überhaupt die Grundlagen des Pair-Tradings nochmal im Allgemeinen, das so ein bisschen im Schnellverfahren. Wir werden sehen, dass eine Hürde, wenn man Pair-Trading ganz allgemein gesagt auch auf D1-Basis zum Beispiel in Excel untersuchen will, hat man immer ein Problem. Und ich nenne das hier einfach mal, man braucht zeitkonforme Datensätze. Also ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr wollt die beiden Datensätze halt nebeneinander stellen, so weit, so gut. Das ist jetzt kein Akt, die alle in Excel direkt reinzukopieren. Aber was, wenn dann bei dem einen Datensatz einfach mal irgendwo was fehlt? Sowas kommt vor. Und dann gerät natürlich diese Zeitkonformität, dass in einer Zeile auch von beiden Datensätzen, also von beiden Underlyings, die sozusagen die gleichen Kurse oder die zur gleichen Zeit auch angezeigt werden, das geht dann auseinander. Und das kann dann mit der Zeit sogar immer schlimmer werden. Dann bringt natürlich keine Untersuchung dieser Strategie etwas, weil wir können natürlich nicht den Kurs vom DAX vom Montag mit dem vom S&P 500 vom Dienstag vergleichen. Und wenn wir hier nachher noch auf die Uhrzeiten eingehen, muss es natürlich alles auch noch uhrzeitenmäßig ganz genau stimmen. Und wie man solche zeitkonformen Datensätze sich dann selber in Excel erzeugt, will ich dann hier auch nochmal genauer zeigen. Das geht eigentlich alles zurück auf einen einzigen Excel-Befehl, den man dazu braucht. Und damit kriegen wir das hin. Und dann machen wir natürlich die Handelsstrategie dann auf M5-Basis final. Soweit mal zur Einleitung. Aber worum geht es eigentlich ganz genau? Ich habe hier mal heute Morgen einfach den Chart, in dem Fall tatsächlich sogar M1, von DAX und S&P 500 hier in zwei Bildern übereinander gestellt, um einfach die Idee vom Pair-Trading so ein bisschen zu erläutern. Grundsätzlich geht es darum, dass wir sagen, okay, beide
Märkte, DAX und S&P 500, sind schon grundsätzlich miteinander korreliert. Sind wir uns, glaube ich, einig. Also beschreiben beide ein Aktienportfolio. Und grundsätzlich gesagt ist es natürlich schwer vorstellbar, dass der eine auf sozusagen zig Tage, Wochen, Monate steigt und der andere in der gleichen Zeit die ganze Zeit fällt. Das ist irgendwie, auch historisch kann man sich leicht sich das angucken, passiert es A nicht und B, wenn dann, kann das nur sehr, 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 sehr selten sein. Aber daraus entsteht dann gleich die Idee. Was, wenn wir also zwei hochkorrelierte Märkte haben und wir gucken, ob wir jetzt temporär mal deutliche Abweichungen haben. Also mit Abweichungen ist dann jetzt gemeint, idealerweise zum Beispiel steigt der eine und der andere fällt. Weil irgendwie kann das ja nicht lange so weitergehen, dass der eine einfach die ganze, sagen wir mal, der DAX die ganze Zeit steigt und der S&P 500 die ganze Zeit weiter fällt. Daraus lässt sich doch dann was ableiten, weil wenn man ein solches Pair nachher tradet, gehen wir auch genau doch drauf ein, können wir einen sogenannten marktneutralen Trade eingehen. Marktneutral bedeutet, dass wir die Stückzahlen so anpassen von unserem DAX und S&P 500 Trade, dass eigentlich gar nichts passieren kann. Wenn jetzt beide Märkte um 1% steigen, passiert uns nichts, gar nichts. Sondern es geht dann darum, dass wir wieder zurück zur Normalsituation kommen. Jetzt gibt es hier in so einem kurzen Zeitabschnitt wie diesem, den ich hier habe, auf M1-Basis, nicht wahnsinnig viele Gelegenheiten, auf die ich hier explizit sozusagen schon hinweisen kann. Aber ich versuche trotzdem mal hier ein paar Ideen rauszukitzeln. Gehen wir mal hier vorne. Da haben wir hier diese drei grünen Kerzen, einen Anstieg im S&P 500. Wir haben eigentlich eine fast ähnliche Situation hier im DAX, nur viel stärker. Das kann man hier schon erahnen, auch wenn ich jetzt hier absolut diese Größen vergleiche von den Kerzen. Aber ihr seht, der DAX ist eigentlich viel stärker angestiegen. Und wenn so etwas dann ist, wenn der eine, also nur in dem Fall der DAX, besonders stark angestiegen ist und der andere aber gar nicht mitgelaufen ist, dann heißt das, die laufen aus dem Takt. Und jetzt ist die Idee eigentlich zu sagen, okay, es werden zwei Trades eröffnet, nämlich ein Short Trade auf den DAX und ein Long Trade auf den S&P 500. Und das ist ein solcher Pair Trade. Jetzt nur mit der nächsten M1-Kerze hätte der sogar durchaus hier funktioniert. Wahrscheinlich nach Kosten nicht mehr, dann hätte es dann nicht mehr gereicht. Aber weil danach ist tatsächlich der DAX schön nach unten gegangen. Das heißt, dieser Short Trade auf den DAX wäre ein Gewinn oder hätte Gewinne erzielt. Unser Long Trade auf dem S&P 500 hätte natürlich Verluste gemacht, die allerdings, und so ist die Grundidee, dann kleiner sind als die Gewinne, also jetzt absolut gesehen, als die Gewinne, die der andere macht. Wir können mal hier eine andere Situation sehen, die, ich gehe mal hier genau in die Bildmitte. Hier steigt der S&P 500 deutlicher nach oben weg, als der DAX es tut. Hier wäre es dann plötzlich genau umgekehrt gewesen. Wir hätten einen Short Trade jetzt auf den S&P 500 eröffnet und einen Long Trade auf den DAX. Und auch da, jetzt nur mal rein visuell, hätte diese Grundidee durchaus Früchte getragen. Natürlich suche ich mir jetzt gerade hier die Stellen genau raus, wie immer, ihr kennt das, wo alles immer wunderbar passt und toll aussieht. Aber wir wollen das natürlich nachher genauer untersuchen und das dann auch natürlich historisch und nicht hier für so ein paar Stunden, die diese zwei Charts hier repräsentieren, sondern wir gucken uns final nachher sowohl das komplette Jahr 2017 inklusive den abgelaufenen, also das, was wir bisher im 2018 hatten, also April bis Januar bis April, davon habe ich die Daten verwendet. Also ihr seht, wir suchen diese Abweichung. Der eine steigt viel stärker als der andere oder noch idealer, aber so eine Stelle habe ich hier nicht wirklich im Chart, wo der eine gerade wirklich steigt und das sogar über mehrere Minuten hinweg und der andere bereits fällt, habe ich jetzt nicht hier genau aktuell. Ich gucke mal einfach nur kurz in live rein, wie es da gerade aussieht, ob wir da eine Besonderheit haben. Das ist jetzt hier M5.
für die beiden. Und es gibt hier durchaus eine interessante Stelle, die man hier, zwei interessante Stellen in der jüngeren Vergangenheit, die ich genauer da mal erwähnen will. Das ist jetzt zum einen hier diese grüne, recht große Kerze im S&P 500. Das Pendant im DAX ist wesentlich kleiner. Das heißt, hier läuft der S&P 500 dem DAX davon. Wäre dann der Moment für einen potenziellen Pair-Trade. Oder dann hier hinten die andere Situation. Da läuft der DAX dem S&P 500 davon. Also nicht uninteressant. Und aktuell könnte gerade der S&P 500 wiederum dem DAX davonlaufen. Das ist halt die Grundidee für diese Pair-Trades. Gibt da gerade hier eine Frage. Liegt das nicht alles daran, weil der DAX einfach volatiler ist? Meinetwegen. Das darf meinetwegen die Begründung sein. Das Entscheidende ist nur, Hauptsache, es kehrt mal kurze Zeit später wieder zu der Normalsituation zurück. Und solange das passiert, kriege ich profitable Pair-Trades hin. Also insofern, die Begründung mag stimmen, oder nicht, also der Satz stimmt auf jeden Fall. Der DAX ist volatiler als der S&P 500. Das ist schon für sich genommen richtig. Aber ob das dann die Quelle ist, damit der Pair-Trade nachher zum Erfolg geführt wird, ja, meinetwegen. Hauptsache es funktioniert. Also deswegen sage ich, ist mir nicht, ist nicht ganz so wichtig. Ist das nicht wie mit dem Hund und dem Schwanz? Wenn der DAX wedelt, wedelt der S&P noch lange nicht. Das ist praktisch genau das Gleiche. Hat jetzt noch jemand anders dazu geschrieben. Hauptsache nur, einer läuft mal weg und danach geht es wieder auf die Normalsituation zurück. Gut. Also so ist die Grundidee, die hier eigentlich dahinter steht. Gehen wir noch mal ein bisschen abstrakter auf Pair Trading ein. Also, was wir grundsätzlich bei Pair Trades machen, ist, wir traden zwei Märkte, also zwei Underlyings, und die simultan. Und was wir immer machen ist, wir eröffnen sowohl eine Long als auch eine Short-Position. Das heißt, in dem einen gehen wir Long und in dem anderen gehen wir Short. Und das werden wir gleich noch sehen, machen wir so, dass die Volumina so angepasst sind, dass dieser Trade an sich marktneutral ist. Ich habe ja noch mal einen anderen Satz dazu geschrieben. Man könnte auch sagen, Pair Trade ist der Arbitragehandel des kleinen Mannes. Vielleicht ist nicht jeder vertraut mit Arbitragehandel. Da gibt es auch für mich immer ein kleines Musterbeispiel. Nehmen wir mal hier den deutschen DAX. Den gibt es ja sowohl als DAX als auch als FDAX. Und natürlich kann prinzipiell kann es nicht sein, dass zum Beispiel der DAX minutenlang steigt und der FDAX minutenlang fällt. Das ist eigentlich nicht möglich, weil die sind ja miteinander verknüpft. Zwar nicht sozusagen hardcore, aber der eine kann nicht dem anderen auf Dauer weglaufen. Wenn ich aber jetzt die Möglichkeit hätte, mit ultra kleinen Zeiteinheiten ein kleines Weglaufen mitzukriegen, dann könnte ich genau die gleiche Idee anwenden. Und das wird auch tatsächlich getan. Da kann ich allerdings gleich dabei sagen, das ist alles nichts für uns. Das passiert auf noch viel, viel kleineren Zeitebenen. Da bräuchten wir ganz andere Handelsgeschwindigkeiten und vor allen Dingen andere Handelskonditionen. Also für uns sind die Kosten zu hoch und deswegen geht das so nicht. Jetzt kommt nochmal der Hinweis, hatten wir so eine Strategie nicht schon beim Öl? Ja, stimmt. Allerdings natürlich nur auf Tagesbasis. Und wir wollen jetzt mal sehen, was wir denn auf kleineren Zeiteinheiten hinkriegen. Und außerdem ist es schon mehr als ein Jahr her, aber richtig erinnert. Das bedeutet in Wahrheit, was wir also versuchen, sind diese kurzfristigen Ineffizienzen in profitable Trades umzuwandeln. Also das Wort Ineffizienz stimmt hundertprozentig, wenn es darum geht, wie in meinem Beispiel von gerade, der normale DAX gegen den FDAX. Das ist eine Ineffizienz. Diese Ineffizienz gilt natürlich nicht im Wortessinne, wenn wir DAX mit S&P 500 vergleichen. Aber die Logik funktioniert auch da. Nur, dass es halt keine Ineffizienz ist, sondern einfach irgendwie eine kurzfristige Marktverrückung oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie man das wirklich sagen soll. Wichtig ist, dass diese Pair Trades immer marktneutral sind.
Und funktionieren kann das Ganze ohnehin nur in hochkorrelierten Märkten. Also wir können jetzt nicht mal eben einfach sagen, keine Ahnung, DAX kombiniert mit Gold. Da wird mir wirklich keine Story zu einfallen, warum diese beiden Märkte hochkorreliert sein sollten. Sicherlich könnte man andere Sachen hinterfragen, wie, was weiß ich, Gold gegen Euro-US-Dollar oder Gold und Öl oder, aber sind bei weitem nicht so vernünftig an der Stelle. Gut, das Wichtige, wenn wir solche Pair-Trades machen, ist immer diese Marktneutralität. Da müssen wir halt ein bisschen aufpassen, wenn wir solche Trades dann faktisch nachher umsetzen. Im Excel-Sheet ist immer alles nachher einfach, dann machen wir alles in Prozenten und dann haben wir die Sorgen nicht. Aber irgendwann will man ja so eine Strategie auch real umsetzen. Da muss man natürlich aufpassen. Es geht dann nie einfach so, dass ich sage, okay, ich trade ein Lot Short S&P 500 und stell dem gegenüber einen Trade, ein Lot Long im DAX oder umgekehrt. Das wäre natürlich falsch. Wenn ich das mit diesen Stückzahlen machen würde, ist dieser Trade nicht marktneutral. Und zwar jetzt aus sogar zwei Gründen, was hier reinspielt. Beides müssen wir beachten. Nämlich zum einen, der S&P 500 steht bei grob 2.700 Punkten, der DAX bei grob 13.000 Punkten, also schon mal bei ganz anderen Werten. Und der andere, der S&P 500 wird in US-Dollar angegeben und der DAX in Euro. Das heißt, wenn wir jetzt eine solche Positionsgrößenbestimmung machen wollen für einen marktneutralen Trade, dann ist es so, dass, ich habe das alles mal hier quasi so symbolisch hingeschrieben, die Lot-Size von einem Paar A mal dem Kurs von A müssen wir noch durch den Wechselkurs dividieren. Beim DAX wäre es einfach eine 1, weil der ist ja schon in Euro. Und demgegenüber steht dann die zweite Hälfte der Gleichung, nämlich Lot Size für dann S&P 500 gleich mal den Kurs vom S&P 500 dividiert durch den Wechselkurs. Das wäre dann hier der Euro-US-Dollar. Ich habe mal einfach ein Zahlenbeispiel gemacht, dann kann man das ungefähr sehen, was da passiert. Also DAX 12.670, S&P 500 2000, knapp 2.700, Euro-US-Dollar 1,16. Und ich sage einfach, ich will meinen DAX-Trade mit 2,3 Lot handeln. Ja, dann kann ich jetzt hier einfach ausrechnen. Ich habe es alles symbolisch hier nochmal hingeschrieben, mit welcher Lotgröße ich denn meinen S&P 500-Trade machen müsste. Kommt in Summe raus, 12,5 Lot. Jetzt ist es so, dass hier diese beiden Seiten der Gleichung auch tatsächlich gleich sind. Die sind nie hundertprozentig gleich. Das liegt, wir müssen irgendwo runden. Die kleinste Stückeleinheit hier ist Komma 1. Ich glaube, hier kam nämlich genau genommen raus eine 12,52 für den S&P 500 Trade als Lotgröße. Aber irgendwo muss ich dann halt runden. Das ist wichtig, dass man diese Marktneutralität erzeugt, denn wir wollen nicht die allgemeine Trendbewegung, die darf uns nicht sozusagen nachher in dem Trade stören. Jetzt muss ich mal kurz gucken, da sind einige Fragen aufgelaufen. Würde auch Dow Jones gegen DAX gehen? Antwort garantiert, da bin ich mir ziemlich sicher. Genauso kann man auch sagen, Dow Jones gegen S&P 500 oder DAX gegen den Eurostoxx oder. Also da kann ist alles möglich. Der Hinweis mit Euro-US-Dollar muss berücksichtigt werden, haben wir schon hier mitgemacht. Die Feinheiten, also jetzt, dass noch während dieses Trades der Euro-US-Dollar seinen Wert also auch noch verändert, das geht hier unter. Die Bewegung ist so klein, die merkt man dem Pair-Trade erstmal faktisch nicht an. Das heißt also, man muss jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie einen Trade auf dem Euro-US-Dollar machen. Gut. Und kommt nochmal ein Hinweis, der auch absolut korrekt ist, diese beiden Indizes, die ich hier miteinander vergleiche, der eine gehört in die Kategorie Kursindex und der andere gehört in die Kategorie Performance Index. Bei dem einen wird sozusagen die Dividenden der dahinterliegenden Aktien mit berücksichtigt und bei dem anderen nicht. Das macht aber hier nichts. Und zwar deshalb nicht, weil wir
unsere Trades nicht besonders lange machen. Also das heißt, wir machen hier keine Langfriststrategie, wo das überhaupt irgendwo eine Rolle spielt, sondern das würde eine Rolle spielen, wenn wir hier Trades über Monate halten würden. Dann würde also auch das zum Tragen kommen. Ansonsten nicht. Es gibt Tage, Wochen, da ist die Korrelation gestört. Was damit, was dann? Ja, genau die Tage und Wochen suchen wir, wo dieses Verhältnis gestört ist. Das ist sozusagen genau der Punkt, wo wir nämlich in unsere Trades einsteigen werden. In der Erwartung, es normalisiert sich wieder. Also wir suchen genau diese Störung, die hier gerade auch nochmal beschrieben wird. Gut. Jetzt brauchen wir jetzt Kursdaten. Kleinere Zeiteinheiten, habe ich gesagt. Und da versagen die sonstigen, die wir sonst immer haben. Ich will die kurz die Quelle mal zeigen und auch hier nochmal erwähnen. Also die Quelle ist HistData. Die habe ich hier garantiert irgendwo schon gebookmarkt. Und das Schöne an dieser ist einfach, man hat halt die Möglichkeit, M1-Daten zu kriegen von zahlreichen Underlyings. Und also zahlreiche Underlyings, ihr seht hier schon mal die ganzen Währungspaare. Ich mache das mal eben ein bisschen größer. Die zahlreichen Währungspaare, die man hier alle runterladen kann. Wer dann nachher beim Runterladen ist, muss sich am besten vorher noch eins hier angucken. Wenn man nämlich dann die Indizes haben will, dann haben die ganz komische Namen. Ich erwähne sie mal. Hier Indizes der S&P 500, der hat dann nachher das Kürzel SPX USD und noch viel verrückter, dann der deutsche, der DAX, der hat dann das Kürzel GRX EUR. Man muss es halt nur wissen. Aber es steht hier alles auf der Webpage und da kriegt man die Daten und man kann dann einfach die Daten frei herunterladen, kostet nichts, ist noch nicht mal so eine Anmeldung erforderlich. Und man hat die Möglichkeit, auch hier, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, auch die Daten schon in einem Format zu bekommen, wie sie zum Beispiel der Ninja Trader verwendet. Ich nehme jetzt hier einfach den MetaTrader, auch wenn ich sie gar nicht da nachher laden will. Und dann kann man das sich hier halt aussuchen, wen man runterladen will. Hier beispielsweise GRX EUR, also das war der gute DAX. Und ihr seht gleich dann, die vergangenen Jahre sind in einer einzigen ZIP-Datei und die aktuellen sind dann monatsweise, die muss man halt einfach runterladen und dann wiederum zusammensetzen. Ist aber alles hier kein Hexenwerk, kann ich euch gleich sagen. Das heißt, das sieht erstmal so aus. Jetzt hoffe ich mal, habe ich es noch nicht geladen. Ich zeige euch eh gleich die Daten. Jetzt probiere ich es trotzdem nochmal. Ja. Okay, da sind sie. Und da hat man dann immer zwei Dateien. In dem einen steht noch drin, welche Kurse fehlen, also von welchen Tagen. Und ansonsten ist das hier einfach so eine CSV-Datei. Und die ist halt ganz einfach strukturiert. Datum, Uhrzeit, Open, High, Low, Close. Und da hinten gibt es noch eine Null. Wahrscheinlich steht das stellvertretend für das Volumen, das aber nicht wirklich gesetzt ist. Ein wichtiger Hinweis: Die Daten, die man hier hat, haben eine bestimmte Time Zone und diese Time Zone hier ist New York Time. Also nicht wundern, wenn ihr dann beim DAX, der repräsentiert übrigens den FDAX, der fängt dann hier nicht von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr an, sondern um 6 Stunden Zeit verschoben. Also ist jetzt für uns hier nicht ganz so wichtig, weil wir beide Daten gleichzeitig nehmen. Ich lasse die auch in der sogenannten New York Time, weil ich will sogar gerade, weil ich die gleiche Datenquelle nehme, ist mir das wurscht, dass beides dann auf New York Time ist. Mir geht es ja eh nur darum, wann soll ich eigentlich den Trade eröffnen, um das Ganze zu untersuchen. Das ist ja das, was ich eigentlich hier haben will. Deswegen lasse ich es einfach mal auf der Time-Zone stehen und konvertiere das nicht irgendwie, sondern lasse die New York Time da einfach stehen. Das eine, der DAX repräsentiert den FDAX, der S&P 500 repräsentiert den eben sogenannten Mini-EAS, also den S&P 500 Future. Und das ist auch beides gut so. Jetzt haben wir nur ein Problem.
Allein schon, weil ich sage, der eine repräsentiert den F-DAX, dann bist du sofort, oh, da fehlen ja ein paar Stunden in der Nacht. Und selbst beim S&P 500 ist das ja auch nicht ganz 24 Stunden, sondern da gibt es auch nochmal ein paar Löcher drin, die auch jeden Tag da sind. Und jetzt müssen wir diese Daten irgendwie synchronisieren, dass wir die nachher in einem einzigen Sheet haben. Ich sage das bewusst schon mal, wie es nachher erstmal aussehen soll. Das ist zwar hier schon mal wo wir nachher die Pair-Trading-Strategie machen. Ich will hier nur mal eben auf eins hinaus. Wir wollen noch gar nicht auf Equity und sonst was hinaus. Nur was halt wichtig ist, in einer Zeile muss jetzt halt hier der Open, High, Low, Close vom DAX stehen und von der genau gleichen Kerze der Open, High, Low, Close vom S&P 500. Und das zu erreichen, ist in der Tat nicht ganz trivial. Wie man das macht, will ich euch kurz zeigen. Man nimmt sich einfach diese zwei Datensätze und führt die hier in dieses Excel-Sheet. Ich sage mal ganz bewusst, wie das hier entstanden ist. Ich habe zunächst mal hierhin die DAX-Daten hineinkopiert, so wie sie in diesem CSV-File waren, was ich euch gerade gezeigt habe. Jetzt habe ich nur eins schon hier gemacht. Ich habe noch eine zusätzliche Spalte eingeführt, weil nämlich vorher war Datum und Uhrzeit getrennt und die habe ich einfach addiert und dann habe ich da eine. Soweit, so gut. Das waren die DAX-Daten. Dann habe ich einfach daneben hier die S&P 500-Daten kopiert. Die sind jetzt logischerweise nicht Zeilen Zeit- und datumskonform. Ihr seht, die DAX-Daten fangen hier am 2.1.11:35 Uhr an. Naja, und die S&P 500-Daten fangen hier am 2.1.9:45 Uhr an. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt könnte ich nicht meine Pair-Trade-Idee darauf loslassen. Das würde einfach nicht gehen. Macht aber nichts. Es gibt einen ganz interessanten Befehl. Und zwar, den will ich mal hier oben zeigen. Was da eigentlich passiert. Also hier ist nur mein Suchdatum und ich will jetzt innerhalb meiner S&P 500 Daten genau die raussuchen, die zu meinen DAX-Daten passen. Und ich will das so kurz beschreiben, dann verlasse ich auch dieses Excel-Kapitel hier. Also ihr könnt ja ohnehin das Excel-Sheet haben. Was man hier eigentlich macht, ist, man sucht einfach in den ganzen Daten. Ihr seht schon an den Markierungen, was hier so ungefähr passiert. Also ich suche den Index, die Zeilennummer, wo, also innerhalb von den ganzen K-Werten hier, wo mein Datum genau übereinstimmt mit meinem Suchdatum. Und dann wird genau diese eine Zahl rauskopiert. That's it. Klingt wahnsinnig kompliziert, ist es irgendwie auch. Wenn man einmal dieses Ding hier oben geschnallt hat, dann ist es gut. Und dadurch haben wir dann die Daten. Jetzt ist nämlich plötzlich das eingetreten, was wir nämlich genau wollten. Jetzt steht hier oben genau 11:35 Uhr die Daten vom S&P 500. Und warum auch immer, ich kann euch den Grund nicht sagen, für 12:20 Uhr beispielsweise haben wir keine Daten. Die lösche ich nachher. Dann lösche ich nachher die ganze Zeile. Ich schmeiße einfach komplett die 12:20 Uhr Sachen raus. Okay, so werden die Daten präpariert und dann können wir auch tatsächlich unsere Pair-Trading-Idee uns angucken, wie wir sie denn genau untersuchen. Okay, gibt nochmal eine konkrete Frage. Korrelation schwächer oder stärker vor versus nach 15:30 Uhr oder nach irgendwelchen anderen Eröffnungen? Ja, das kommt hier automatisch bei raus. Also der Algorithmus gleich, also besser gesagt das Excel-Sheet, filtert uns genau die richtigen Momente raus, bei denen es sich lohnt, einen solchen Trade einzugehen. Wie man das macht, das ist genau jetzt mein nächster Punkt. Und auf den gehen wir dann auch gleich als nächstes ein. Das war nochmal nur Datenvorbereitung. Ist wichtig für all die, weil es gibt viele von euch, die auch ähnliche Strategien immer anschließend selber weiterentwickeln wollen. Das erste Kapitel ist halt einfach die Datenerzeugung und diese Zeitkonformität ist hier natürlich existenziell. Sonst vergleiche ich hier gleich immer Äpfel mit Birnen, wenn innerhalb von einer Zeile nicht die Uhrzeiten stimmen. Und das
Ehrlich gesagt ist das ansonsten ein nicht triviales Problem mit Kursdaten. Wir kriegen nämlich nirgendwo alles, was ganz sauber ist und ohne Löcher und. Also das lässt sich nicht verhindern. Gut, also so viel zur Kursdatenvorbereitung. Und jetzt gehen wir auf den eigentlichen Trading-Ansatz. Was wir machen, um auch nochmal, weil die Frage gerade kam, ja, wann soll man denn jetzt eröffnen und was ist denn, wenn diese Korrelation eben nicht mehr so genau funktioniert? Und kann das was vielleicht mit der Eröffnung des US-Marktes 15:30 zu tun haben? Und. Die Antwort gebe ich nicht inhaltlich, sondern wir nehmen uns eine Methode, um die guten Momente herauszufiltern, wann es sich lohnt, einen Pair-Trade zu machen. Und was man macht, ist, eigentlich den Satz andersrum schreiben sollen. Zunächst mal bildet man das sogenannte Ratio von unseren zwei Underlyings. Ratio heißt nichts anderes, man bildet den Quotienten. Wir gehen gleich einfach hin und dividieren DAX durch S&P 500. Bumm, that's it. Also wir bilden einfach den Quotienten. Und wenn dieser Quotient, jetzt könnt ihr euch schon mal an dieses Konzept gewöhnen, wenn DAX dividiert durch S&P 500, wenn das immer größer wird, dieser Quotient, dann ist das so eine Situation, wo der DAX dem S&P 500 davonläuft, wenn der Quotient immer größer wird. Beide Märkte können durchaus nach unten gehen, aber wenn der Quotient größer wird, heißt das, dass der DAX gerade stärker ist als der S&P 500. Und das bildet mir genau dieses Ratio dann ab. Und was wir dann einfach machen, wir nehmen einen Ansatz, wie beim sogenannten Mean Reversion. Legen ein EMA auf diesen Ratio. Übrigens für die Leute, die die Software Trade Signal haben, die können das tatsächlich alles exakt genauso nachmachen, wie das, was hier auf der Folie steht. Nämlich sowohl das Ratio bilden, also einfach zwei Indizes oder zwei Underlyings durcheinander dividieren und dann wiederum darauf einfach ganz normale Indikatoren drauf loslassen, wie zum Beispiel ein EMA. Und was wir jetzt machen ist, wenn einfach der aktuelle Ratio deutlich vom EMA abweicht. Und was deutlich ist, bestimmen wir mathematisch. Dann haben wir eine besondere Situation, oder? Um die Fragen von vorhin aufzugreifen, geht diese strikte Korrelation gerade auseinander. Und die ist irgendwie gestört. Das ist genau die Situation. Die identifizieren wir hier aber eindeutig, nämlich wenn der aktuelle Ratio, deutlich von einem EMA auf den Ratio abweicht. Dann ist irgendetwas gerade anders. Und ob das dann mit der Eröffnung 15:30 oder 8 Uhr oder sonst was zu tun hat, keine Ahnung. Aber das ist halt die Logik dahinter. Und was man dann macht, ist, also der zu teure wird einfach short getradet und der zu billige wird long gehandelt. Und was wir halt annehmen, ist, dass es wieder zu seinem normalen Wert, der Ratio, also wieder zu seinem normalen Wert zurückläuft. Und das nehmen wir als Trigger. Wenn wir gleich visuell sehen, dann wird es vielleicht nochmal deutlicher. Das nehmen wir auch als Trigger, um den Trade zu beenden. Die übergeordnete Marktbewegung, die schert uns hier nicht. Das Ganze kann, die können ruhig beide wieder nach Süden laufen oder beide nach Norden laufen. Das Entscheidende ist nur, dass das Ratio sich wieder normalisiert. Und dann wird der Trade automatisch zu einem Gewinner. Oder mal umgekehrt gesagt, wann laufen wir in ein Problem? Immer dann, wenn dieser Ratio längerfristig auseinanderläuft, dann haben wir hier theoretisch ein Problem. Gucken wir uns an, wie das jetzt ganz praktisch funktioniert. Das heißt, ich gehe nochmal hier in das Excel-Sheet, mache es mal wieder ein bisschen kleiner und fangen wir mal sukzessive an. Ich will nur ein bisschen was über das Excel-Sheet sagen, dass ihr so ein bisschen seht, wie es eigentlich aufgebaut ist. Kursdaten haben wir schon besprochen, die sind zeitkonform jetzt hier drin. Dann bilden wir einfach dieses Ratio auf. Also ich dividiere den einen Close-Kurs durch den anderen Close-Kurs. Kommt hier eine knappe 5 raus. Und dann bilde ich hier ein EMA auf das Ratio. Die EMA-Periode kann ich hier oben verändern in dem Excel-Sheet und ja, und das schon alles. Das ist mein einer Freiheitsgrad. Der andere Freiheitsgrad hat was damit zu tun, wann wollen wir jetzt in so einen Trade einsteigen? Um das ein bisschen zu diskutieren, werfen wir mal einen Blick hier auf ein paar Charts. Und zwar die wir hier erstmal haben. Wir haben jetzt hier, das ist,
Im Moment, damit das Excel-Sheet hier noch halbwegs tauglich und schnell während des Webinars reagiert, habe ich hier jetzt im Moment nur die Kursdaten von 2018. Und das sind nichtsdestotrotz auch schon 11.000 Zeilen. Also das ist recht groß. Also das sind alles mal zig Megabyte Files. Daher kann ich jetzt schon sagen, das wird also, ich werde die nicht per E-Mail zuschicken, sondern euch nur den Dropbox-Link zuschicken. Gucken wir uns mal dieses Bild an, was wir hier als Chart jetzt haben. Hier ist also für diese 4 Monate, Januar bis April, das ist der komplette Zeitraum hier, ist in Blau das aktuelle Ratio geplottet und in Rot der EMA auf dieses Ratio. Und jetzt sieht man, okay, es gibt hier zwei übergeordnete Bewegungen. Also Anfang des Jahres ist übergeordnet das Ratio immer kleiner geworden. Was bedeutet tendenziell, wenn das Ratio kleiner wird, dann geht es dem S&P 500 relativ zum DAX besser. Also der hat den outperformed sozusagen. Das ist diese übergeordnete Bewegung, die hier stattgefunden hat. Und danach hat es sich ja dann umgedreht. Das ist aber gar nicht das, was wir traden wollen. Ihr seht, ihr ahnt schon, was wir eigentlich traden wollen. Wir wollen immer dann in Trades reingehen, wenn wir hier große Abweichungen haben. Deswegen habe ich hier noch ein Bild einfach mal dazu vorbereitet und schiebe das mal eben hier oben ein bisschen drüber. Das ist einfach nur ein Ausschnitt aus dem von da unten, also sozusagen mit der Lupe reingeschaut, nämlich in die ersten 1600 Kerzen, die wir hier haben. Übrigens, so grob 200 sind hier ein Tag, 200 Kerzen sind ein Tag. Es liegt daran, weil wir die DAX-Daten als die Hauptdaten verwenden und der dann 14 Stunden Daten hat. Die Zahl war jetzt ein bisschen grob nur geschätzt, ist ein bisschen weniger. Egal, kommt auch nicht drauf an. Also das ist nur der Ausschnitt von unten nur reingezoomt. Und worauf ich jetzt hinaus will ist, ihr seht, dass der Ratio hier nach oben läuft und der EMA so langsam hinterherkommt. Und wenn jetzt hier so eine große Abweichung ist, dann will ich diesen Trade eröffnen. Das ist auch hier in dem Excel-Sheet dann der Trigger für den Trade. Jetzt wird der Trade eröffnet, wenn wir einen bestimmten Schwellwert überschreiten in dem Abstand. Hier seht ihr auch, da steht deswegen auch im Excel-Sheet hier Ratio minus EMA. Wenn das zu groß wird, das ist mein Trigger für die Störung. Und jetzt eröffne ich den einen Long, den anderen Short. Je nachdem, wer der Outperformer war, halt entweder S&P der Long oder der andere, oder halt der DAX der Long. Und das ist eigentlich alles. Was ich dann abwarte, der Trade läuft so lange, bis ich dann den EMA wieder schneide. Ich warte also auf eine große Abweichung, wenn die stattgefunden hat. Das ist der Start für den Trade. Es ist nichts anderes wie das, was ich ganz, ganz, ganz am Anfang in dem Eingangschart schon gezeigt habe. Nur da halt ohne Zahlen und rein nur visuell. Es geht genau um die Störung. Also ich bin dankbar an die Frage, ja, wann denn so genau? Manchmal ist es doch ein bisschen gestört. Ja, genau. Und diese Störung erkenne ich an einer großen Abweichung des aktuellen Ratios von einem EMA auf dem Ratio. Und dann wird der Trade beendet, wenn wir einfach den EMA wieder kreuzen. Also den EMA auf den Ratio. Das ist dann das Ende von dem Trade. Okay, schieben wir das mal beiseite. Also wir haben hier 4 Monate Kursdaten. Was dann hier in Summe passiert, auch in dem Excel-Sheet, wir rechnen beide Trades ab. Sowohl den DAX-Trade als auch den S&P 500 Trade. Beide werden abgerechnet und deswegen gibt es auch hier zwei unabhängige Equity-Kurven in der Grafik, die hier ist. Es gibt sozusagen die ganze Summe aller S&P 500 Trades und die Summe aller DAX Trades. Hier ist es jetzt so, dass tatsächlich, ich zeige euch gleich mal Daten, auch wo 2017 noch drin ist, dass in Wahrheit waren dann unsere S&P 500 Trades die Winner Trades. Und die Loser Trades waren unsere DAX Trades. Aber was hier wichtig ist, dass die Summe aus den beiden Trades, dass die nach oben geht. Und das ist dann die ganze Strategie. Ich
Jetzt mag der eine oder andere sagen, okay, wir sind 4 Monate Kursdaten und wer ganz genau hier meine Excel-Sheets schon mal gesehen hat und das eine oder andere mitverfolgt hat, weiß, dass hier bei über Exit steht die Anzahl der Exits und wir haben also 8 Trades gemacht. Jetzt mag man vielleicht sagen, das ist ganz schön wenig. 8 Trades in 4 Monaten sind 2 Trades pro Monat. Ja gut, aber so what? Ich mache doch lieber diese 8 guten, als dass ich sinnlos hin und her trade. Was hier übrigens ganz, ganz wichtig ist, dass man nämlich die Kosten auch, also Spread, mit berücksichtigt. Das Ganze hier, nur mal als kleine Übung oder wer es mal selber im Excel spielt, nachspielt, wenn man die Spreads rausnimmt, ist alles noch viel, viel schöner. Also dann kann man auch Strategien hinkriegen mit viel höherer Trade-Frequenz, aber wir wissen, wir müssen nun mal die Kosten auch mit berücksichtigen. Und dann kommen halt nicht mehr ganz so viele Trades zusammen, um das Ganze noch profitabel zu machen. Jetzt mag man fragen, warum steht hier jetzt eigentlich EMA 2400 und dann das andere hat nur was mit dem Schwellwert zu tun, wann wir den Trade, also ab welcher Mindestdistanz zwischen aktuellem Ratio und EMA auf Ratio, wann wir also den Trade eröffnen. Das ist erstmal einfach nur ein Schwellwert. Und wir können natürlich hier jetzt die Zahlen verändern, meinetwegen den EMA auf 200 setzen und siehe da, die Equity hat sich auch leicht verändert. Wir haben jetzt 10 Trades und machen wir den EMA noch ein bisschen kleiner. Jetzt kriegen wir zwar ein paar mehr Trades, aber wir sehen auch, dass die Equity langsam immer schlechter wird. Da geht es wieder etwas besser, mit 50 EMA. Wir haben ein paar mehr Trades. Mittlerweile 41 Trades. Das sind dann immerhin schon 10 Trades pro Monat. Das ist schon fast jeder zweite Tag ein Trade. Und ich will euch einfach nur mal, ich gucke jetzt hier immer gerade auf diese gelbe Linie, weil das ist die Equity für die Trades. Ich will euch nur mal den Einfluss vom Spread zeigen. Ich nehme mal jetzt bei dieser Equity-Kurve den Spread raus. Und es wird gleich besser und vom S&P 500 auch noch raus und dann wird es gleich noch mal besser. Dann wird also alles noch viel schöner und man kriegt noch viel mehr hin. Wenn man halt keinen Spread hat, nehmen wir mal die hier und schalten den Spread wieder ein und dann noch den S&P 500 und dann sind wir schon fast horizontal. Also der Spread ist hier ganz, ganz wichtig, dass der mit berücksichtigt wird. Aber wie kommt man jetzt an die richtigen Zahlen für EMA und diesen Abstandswert, den Abstandstrigger, wann wir jetzt hier auch wirklich den Trade eröffnen. Das mache ich, ihr wisst und seht ja immer wieder, ich verwende eigentlich nicht Microsoft Excel, sondern immer LibreOffice, weil es prinzipiell sich leichter für mich bedienen lässt. Aber es gibt eine Aufgabe, die überlasse ich dann tatsächlich immer dem Microsoft Excel. Das ist nämlich das automatische Suchen eines Optimums für diese Strategie. Da gibt es im Microsoft Excel den Solver. Den kann man auch hier beim LibreOffice installieren. Allerdings muss man dann Java installieren und darum, das möchte ich nicht. Deswegen weiche ich dann tatsächlich auf Microsoft aus. Also das nur mal so am Rande. Zeige ich euch gleich sofort. Jetzt gucke ich noch mal auf ein paar Fragen. Würde nicht die Währung Euro-US-Dollar hier noch, also wenn man jetzt den jeweils aktuellen Wert mit reinschmeißt und das Ganze noch deutlich hier verändern? Die Antwort ist wirklich nein. Die Änderung ist zu klein gegenüber den anderen. Also das macht hier nicht wirklich. Okay, mega. Riecht nach Automatisieren, laufen lassen, kassieren. Macht dies kein großer Hedgefonds? Doch. Machen sie auch. Gerade, also wenn das hier machen das Große, das gehört tatsächlich zu den Strategien, die auch Große anwenden. Zwar insbesondere aus einem Grund. Große sind gerne unterwegs mit sogenannten marktneutralen Handelsstrategien. Und das ist wirklich ein Steckenpferd, gerade auch von Großen. Und in der Tat wird es da auch genutzt. Gut, muss noch der Swap berücksichtigt werden? Prinzipiell ja. Hier ist allerdings zum Glück die Haltedauer nicht gerade groß von den Trades. Von daher ist es hier tatsächlich untergeordnet. Und
das, was wäre, wäre nicht besser SMA statt EMA? Ehrlich gesagt, also meine Erfahrung, also ich kann nicht wirklich sagen, ob das eine besser ist als das andere, aber ich sage euch mal die zwei Begründungen, warum ich immer den EMA nehme. Das eine ist, ein EMA lässt sich im Excel leichter, einfacher realisieren, also ein variabler EMA. Das ist die Hauptbegründung. Die zweite Begründung ist, meine Erfahrung mit EMAs und SMAs ist komplett durch alle Märkte, durch alle Underlyings, der Unterschied ist minimal. Der ist so minimal, dass er eigentlich gar keine Rolle spielt. Natürlich weiß ich, dass ich, wenn ich zum Beispiel in einen Chart einen 20er EMA und einen 20er SMA einmale, dass die nicht identisch sind. Aber in ihrer, ich nenne das mal Wirkung, Bedeutung, verschwindet der Unterschied wirklich ziemlich dramatisch. Also nur eingefleischte Charttechniker würden sicherlich sagen, oh, das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Allein schon, weil ja der eine nur genau die Historie von 20 nimmt und bei dem anderen schleift man ja noch eine längere Historie mit sich hinterher. Stimmt alles. Aber faktisch ist der Unterschied wirklich hier bei all diesen Sachen komplett zu vernachlässigen. Ich habe gesagt, das Optimieren überlasse ich sowas wie dem Solver. Ich will es nur mal kurz auch hier zeigen. Hier haben wir jetzt auch die Daten von dem kompletten Jahr 2017 und dann noch die 4 Monate von 2018 drin. Also ansonsten ist hier alles identisch, außer dass es halt wesentlich mehr Daten sind. Also jetzt sind es 41.000 Zeilen, die dieses Excel-Sheet schon hat. Und was man halt machen kann, wenn man diesen Solver verwendet, man muss sich eine Kennzahl definieren. Ich habe ja, da will ich jetzt nicht so ganz genau drauf eingehen, das sprengt jetzt den Rahmen. Ich habe so was Ähnliches gemacht wie, ich habe die Steigung hier bestimmt von der Equity und noch ein bisschen mehr, aber ist nicht ganz so wichtig jetzt für dieses Webinar. Und dann gibt es halt bei dem Solver die Möglichkeit, dass man dem selber suchen lässt. Also ich will es nur symbolisch mal eben zeigen. Es gibt halt einfach eine Zelle, die soll nachher maximiert werden, weil je größer ist hier, desto besser. Und dann durch das Verändern von anderen Zellen, das sind hier die zwei gelb markierten, nämlich der EMA und dieser Multi, und denen muss man einfach nur Grenzen mit auf den Weg geben, Suchgrenzen, innerhalb dessen dann gesucht wird, und dann drückt man hier auf Lösen und geht nicht nur einen Kaffee trinken, sondern in dem Fall wartet man ungefähr eine Stunde und dann bekommt man das Resultat und hat die sozusagen den besten Parameterwert hier für diese Strategie. Jetzt lässt er mich das noch niemals schließen. Okay. Und ihr seht, wieder gelb ist die kombinierte Equity, also die Equity aus den Summen der Trades DAX und S&P 500. Und ja, sieht nicht so schlecht aus. Es sind halt nicht so besonders viele Trades, aber so what? Es ist keine HFT-Strategie. Jetzt werde ich noch nach der Durchschnittshaltedauer gefragt. Die ist hier so im Schnitt 2 Tage, wenn ich es noch so richtig im Kopf habe. Gut. Kleiner Hinweis zu den Excel-Sheets. Hier hinten gibt es einige weitere Sachen. Die sind alt. Die haben hier nichts mehr zu tun. Ich könnte es auch einfach löschen. Ich habe es nur vergessen zu löschen. Also die sind noch in den ganzen Excel-Sheets drin. Das war noch aus dem Pair-Trade von Brent und WTI und anderen Underlyings. Also einfach ignorieren. Ist da nur noch aus Versehen drin. Also alles, was da weit nach rechts ist. Was wichtig ist, wie das System funktioniert. Das will ich noch mal kurz am Chart, am Beispiel zeigen, wann wir also jetzt den Trade eingehen. Springen wir einfach nochmal kurz wieder hier in den gerade laufenden Chart und analysieren nochmal, wo wir denn jetzt gerade sind. Jetzt aktuell ist sicherlich keine gute Gelegenheit für einen solchen Pair-Trade. Wenn wir uns mal angucken, man sieht schon visuell, da brauche ich gar nichts für rechnen, hier die letzten 4, 5, 6 Kerzen im 5-Chart vom DAX sind alle, naja, horizontal, also da passiert nichts. Hier im S&P 500 passiert ebenfalls nichts. Das heißt, hier jetzt aktuell einen solchen Pair Trade einzugehen,
Definitiv nicht. Da müssen wirklich deutlichere Abweichungen kommen. Man kann das auch visuell ganz gut mitkriegen. Deswegen komme ich auch nochmal hier auf den Chart zu sprechen, indem man hier einfach, und das ist gar nicht so wichtig, welcher, einen beliebigen EMA mal reinmalt. Dadurch kriegt man das immer auch sehr schön illustriert. Wir haben hier eine Phase, wo der EMA auf dem DAX nach Süden läuft. Während in der gleichen Phase der S&P 500 horizontal bis leicht nach Norden läuft. Da war eine Möglichkeit für den Pair Trade. Das wird schon eher was. Aber wenn das jetzt Ganze noch ein bisschen extremere Formen annimmt, bumm, dann sind wir genau dabei. Hilft allerdings jetzt hier nur, tatsächlich Ratios zu bilden. Und wie gesagt, wer das in einem Chart macht, direkt machen will, Trade Signal bietet da eine Softwareversion, die das auch unmittelbar ermöglicht. Direkt im MT4 geht es so erstmal nicht. Funktionieren tut sehr schön. Noch längere Zeitebenen kann ich zumindest nicht in Excel abbilden. Also es wird einfach nicht mehr bedienfähig. Es dauert eh, wenn ich hier schon an den Parametern drehe, muss ich dann ziemlich lange weiterreden, bevor wir das Resultat sehen. Deswegen auch lasse ich das einfach von diesem Solver lösen und von der macht das. Sonst bekomme ich auch noch Herzkasper, wie ich gerade geschrieben werde. Guter Hinweis hier gerade noch. So wie das hier aufgebaut ist, hat ein Pair Trade keinen Stop-Loss. Also hat keinen richtigen Stop-Loss. Man kann sich gedanklich einsetzen, aber den muss man dann immer auf das Paar, wenn, machen. Nicht auf die Einzeltrades. Die ganze Strategie lebt ja gewissermaßen davon, dass der eine Trade immer ein Loser-Trade wird und der andere ein Winner-Trade. Und dass aber nur die Summe aus den beiden tatsächlich auch den Gesamtgewinn dann darstellt. Also was man definitiv nicht machen kann, ist auf die Einzeltrades Stop-Losse setzen. Das geht gar nicht. Wenn, dann wäre es hier schon wieder so ein bisschen mehr sophisticated. Man müsste die Summe immer aus den beiden Trades sehen und darauf einen Stop-Loss zu machen. Habe ich jetzt hier gar nicht vorgesehen. Und auf den kleinen Zeiteinheiten ist das auch relativ einfach. Kann man die Strategie umformatieren für Only Long und immer den besseren Index nehmen? Ja, wäre jetzt kein großes Hexenwerk, das in die Excel-Sheets hier entsprechend rein zu verändern. Wie finde ich jetzt also mein Signal im Chart? Ehrlich gesagt nur im Trade Signal, weil da kann ich mir genau das auch direkt zeigen lassen, weil ich dann den Ratio bilde, den EMA draufsetze und dann die Differenz bilde und das mir wiederum als Chart angucke. Dann male ich mir noch zwei horizontale Linien als Thresholds ein. Wenn also die Abweichung vom Ratio groß genug ist, dann sehe ich sogar direkt im Chart, wann ich den Trade eröffnen muss. Ansonsten hilft auch schon die visuelle Betrachtung. Also ich will es wirklich, es ist tatsächlich so einfach, wie man es vielleicht gar nicht so glaubt. Wenn der Moment hier kommt und wir haben hier eine deutliche Abweichung von den beiden Indizes, ihr werdet sie sehen. Seid euch sicher. Ich habe jetzt hier halt kein mustergültiges Beispiel und es ist ein bisschen müßig jetzt hier durchscrollen, weil ich muss immer noch sehen, dass die dann datumsmäßig zueinander passen, diese beiden Charts, was jetzt nicht einfach ist, um monstermäßig schönes Beispiel hier direkt auch in dem Chart zu finden. Aber es kommt. Wie kann ich mehr Trades bekommen, mehr Pairs zugleich handeln? Ja, ist genau ein Ansatz. Also indem man halt noch weitere Indizes zueinander korreliert, also zueinander vergleicht. Also ich würde immer die nach wie vor relativ große Indizes mit dazu nehmen. Also interessant ist gerade, wenn man noch ganz andere Länder mit dabei nimmt, beispielsweise den Nikkei mitnimmt, oder auch noch ein paar andere Einzelländer, also zum Beispiel die Engländer, also das FTSE oder auch Schweiz oder oder Frankreich als weitere größere Indizes und die gegen und miteinander dann in einzelnen Pair Trades. So kommt man dann auch in Summe zu ein paar mehr Trades. Genau. EM,
Jetzt weiß ich nicht, was EM ist. Es schreibt gerade jemand EM geschrieben. EM ist bestimmt irgendein Index, den ich jetzt gerade nicht auf dem Radar habe. Also wahrscheinlich steht Jens, schreibst du gleich nochmal, wofür EM steht. Ah, für Schwellenländer. Na, wenn es dafür ein Index, wir brauchen zwei. Wir brauchen A, einen Index, und B, wir brauchen ein Produkt, was wir darauf handeln können. Also wir brauchen ein CFD, den wir auch dann tatsächlich traden können. Wenn beides erfüllt ist, perfekt, dann können wir auch weitere Pairs bilden. Das ist die ganze Logik. Wie gesagt, ihr könnt weiter auch eigene Sachen hier auf Basis hier auch von diesen Excel-Sheets entwickeln. Bitte vergesst immer, dass ganz rechts noch irgendein Schotter von einem von vorher steht. Ich sage das so brutal und offen. Der kann auch mal wieder dienlich werden, deswegen wollte ich ihn nicht rauslöschen. Der berücksichtigt auch noch ein paar Währungssachen, aber war eigentlich programmiert noch für, glaube ich, Brent gegen WTI. Der Rest passt auf jeden Fall hier, so wie es gerade ist. Also ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Gut, das dazu. Also ich lade euch wirklich ein, auch mit den Excel-Sheets entsprechend eigene Sachen aufzustellen. Pair Trading, wie vorhin schon gesagt wurde, ist auch das Geld des Großen, was da bewegt wird. Es ist nun mal ein sehr interessanter Ansatz. Also Zusammenfassung: Pair Trades sind marktneutrale Trades. Das ist genau mit einem Punkt für die Attraktivität. Das heißt, man setzt sich keinem monstermäßigen Risiko aus. Funktioniert auch auf kleineren Zeiteinheiten, führt aber nicht dazu, dass wir in große Trade-Frequenzen gehen. Dann müssten wir andere Handelskonditionen haben, damit es auch da noch wiederum funktioniert. Wird aber deswegen auch nicht jetzt wesentlich einfacher, weil auch im FDAX ist der Spread natürlich nun mal ein Punkt, und kleiner kenne ich ihn nicht. Also von daher, es gibt zwar irgendwo Broker, die Spreads unter einem Punkt anbieten, aber nee, das ist heute nicht das Thema. Will ich mich jetzt nicht weiter zu äußern. Okay. Trade-Frequenz ist nach wie vor moderat. Ein paar Trades vielleicht pro Monat. Ich werde auch noch ein paar weitere untersuchen. Ich muss es noch vollautomatisieren. Ihr wisst, ich übertrage dann immer die Excel-Sheets irgendwann in C-Programme. Und dann sollen die den Rest dann für längere Historien untersuchen. Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt euch mal ein paar weitere überlegen und auch vielleicht selber damit experimentieren. Angebot, die Excel-Sheets zu bekommen, auch wenn es dann nur ein Link wird auf auf irgendwo eine Dropbox. Wiederhole ich gerne nochmal. Und die Folien gibt es natürlich ebenfalls. Einfach eine kurze E-Mail an mich, und dann schicke ich euch das dann morgen ebenfalls zu. Gut, soweit. Ich will noch ein bisschen mal ankündigen. Spannende Sachen für nächsten Monat. Zum einen möchte ich mich nächsten Monat einmal in einem Webinar dem richtigen Aktientraden widmen. Also nichts mit CFD, nichts mit Hebel, sondern echte Aktien. Und da auch mal eine Strategie zeigen, wie man da ganz gut vorgehen kann mit echten Aktien. Weil das aus meiner Sicht die perfekte und richtige Bereicherung auch für wieder das gesamte Trading-Portfolio ist. Das ist das eine. Und das andere wird eine Strategie, also ich habe sie schon, ich beschreibe sie schon mal ein bisschen. Die geht so ein bisschen wie DAX Day of Week, nur dass sie genauere Uhrzeiten nimmt. Wir haben schon angefangen mit einem Webinar vor ein, zwei, drei, vier Mal, weiß ich nicht mehr. Wann bewegt sich der Kurs denn am stärksten innerhalb des Tages? Sozusagen, wann kommen denn die Kursbewegungen zustande? Ja, jetzt habe ich daraus mal eine Strategie gemacht und sage, okay, ich weiß halt an bestimmten Wochentagen für bestimmte Underlyings, von wann bis wann man in welche Richtung traden sollte. Das kann man statistisch herausarbeiten und sehr schöne Strategien draus machen. Das wird dann das zweite Webinar für Juni. Beide sind schon bei JFD veröffentlicht, also da im Eventkalender sind sie schon da. Und ansonsten, ihr kriegt wahrscheinlich eh eine E-Mail dazu, wie immer. Also ihr werdet es sicherlich nicht verpassen, dass es die zwei Webinare gibt. Das schon mal, aber als Ankündigung, was als nächstes kommt. Gut, soweit für heute. Pair Trading auf kleinen Zeiteinheiten. Und Temperatur ist
immerhin gesunken, 2 Grad draußen, hier drin noch nicht. Da werde ich das Fenster mal aufreißen und hoffen, ich profitiere mal von der Kühle da draußen. Die 16 Grad, die vorhin genannt wurden, die sind hier, ich sage ganz ehrlich, zum Glück nicht. Will ich auch gar nicht. Euch allen noch einen schönen Abend und hoffentlich dann wieder zum nächsten Mal in 2 Wochen. Macht's gut, bis dahin, tschö.